Eines Tages bemerkten die Bewohner eines kleinen Dorfes einen Welpen. Er lief um einen alten Sack herum, der sich bewegte. Die Leute waren überrascht und riefen einen Freiwilligen zu Hilfe. Es musste herausgefunden werden, was drinnen war. Der Freiwillige kam an und sah sofort den Welpen, der nervös entlang der Straße lief. Als würde er jemanden um Hilfe rufen, zog er energisch Aufmerksamkeit auf sich. An diesem kleinen Kerl, der in einem solchen Zustand war, vorbeizugehen war unmöglich. Und der Mann beschloss, ihm zu helfen. Da der Welpe in der Nähe des sich leise bewegenden Beutels war, war es logisch anzunehmen, dass darin jemand lebendig saß. Deshalb löste der Freiwillige das Seil sehr vorsichtig. Es bestand die Gefahr, dass in dem Beutel eine Schlange oder ein anderes gefährliches Tier war. Wie überrascht war der Mann, als zwei niedliche Gesichter aus dem Sack schauten. Das waren Welpen im selben Alter wie derjenige, der entlang der Straße lief. Der Freiwillige nahm alle drei Welpen mit, brachte sie nach Hause und stellte ihnen eine Schüssel mit Futter hin. Sie begannen so gierig zu essen, als hätten sie schon lange keine Krümel mehr im Mund gehabt. Sie schoben sich gegenseitig weg, zogen Fleischstücke für sich heraus und kämpften um jedes Reiskorn. Die Welpen verschlangen das Essen schnell, und der Größte legte seine Pfoten in die Schüssel, als ob er den anderen Welpen sagen würde, dass dieses Essen nur für ihn sei. Dann tranken sie alle Wasser, ebenso eilig. Sie verschütteten einen Teil davon auf den Boden. Offensichtlich quälte sie einfach der große Durst so sehr, dass sie jeden Tropfen auf dem Boden leckten. Schließlich aßen sich die Welpen satt und gingen spazieren. Zuerst schüchtern, dann begannen sie zu spielen und zu rennen und ihre Umgebung zu erkunden. Auf dem Gesicht eines von ihnen erschien sogar ein Lächeln. Das Kleine zeigte, wie zufrieden es war. Es verging noch mehr Zeit, und alle drei wurden sehr fröhlich und rannten auf dem großen Platz herum. Möge man hoffen, dass die kleinen vierbeinigen Brüder einen Besitzer finden, der ihnen ein Zuhause und Pflege gibt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.